Ich starte ein Experiment. Mein veganes Met kennt ihr schon. Heute möchte ich versuchen, aus dem veganen Met eine Bolognese zu machen. Ich weiche mir jetzt dafür 5 Reiswaffeln ein. So, da gebe ich ein bisschen Wasser rauf. Erstmal ein bisschen ein. Benutze jetzt dieses Messer, damit kann ich die Zwiebeln auch schneiden. Also für die eine Zwiebel hole ich jetzt nicht den Nice Dicer raus. So. Gut. Nochmal hier zwischendurch rein. Das muss noch ein bisschen. So. Dann machen wir jetzt den Knoblauch. Okay. Gucken wir hier rein. Okay, ich drücke mal kurz die Flüssigkeit raus. So, also. Flüssigkeit habe ich aus. Ich habe mir jetzt noch eine Karotte geschält, weil ich die noch brauche. Dann gebe ich jetzt schon mal ein bisschen, ja doch, ich gebe das jetzt schon mal hier ein bisschen Tomatenmark rein. Miri, ich schneide hier nur Mohrrüben. Es ist wirklich nur Mohrrübe. So, Karotten. Die Karotten. Dann sehen wir uns am Herd. Knoblauchöl. Testen wir nochmal. Jo, jetzt können wir die Karotten reingeben. Jetzt können wir die Karotten reingeben. Ich schmoren das also ein bisschen ein. Zwei Kanis mit rein. Dann kommen die Zwiebeln mit rein. Knoblauch. So, eine getrocknete Chilischote verteilen, Hände waschen. So, das packe ich jetzt erstmal wieder raus. So, und jetzt das Experiment. Jetzt kommt das. Mache ich das wieder hier hinzu. Bisschen Paprikamark hat. Wer hat? Tomatenmark geht hoch. Dann kommen jetzt die Tomaten. Tomaten.
bisschen Flüssigkeit aufgießen. Jetzt muss rein Salz vom Gewürzmaster, ein bisschen Pfeffer, Maus, kannst du mal kosten bitte? Oregano kann ich dran machen. Zucker ist drin. Ja. Candies. Ich kann hab ich gehört. Schmeckt aber nicht schlecht, oder? Nee. Was? Bumm brauchst du nicht mehr rein. Im Abgang kommt ein Bumm. Auf der Zunge. Ein bisschen Tomatenmark noch rein? Nö, nee, eigentlich nicht. Also wegen mir brauchst du jetzt nichts mehr rein zu tun. Wie schmeckt's dir, Maus? Ja, also die Soße schmeckt gut. Schmeckt gut, ne? Ja. Noch ein Tipp von mir, ich gebe noch ein paar Hefeflocken mit rein, weil es schmeckt dann so ein bisschen, ja, ein bisschen käsig, so ein bisschen. Ist gut. Ja, das hat so ein, gibt eine schöne Würze. So, ihr Lieben, jetzt die Nudeln sind fertig, nur so rüber, packt die gleich hier rein. Kommt es auf den Teller. Fertig. Ich mache mir persönlich noch ein paar Hefeflocken rum, so als rauf, so als Parmesanersatz. Und dann können wir essen. Viel Spaß beim Nachmachen. Rezept wie immer in der Infobox.